Für Profis. Aber wäre dieses andere vielleicht mal was für Sie, so ein kleiner sportlicher Wettbewerb am Wochenende? 3,8 Kilometer Schwimmen im Ozean, dann 180 Kilometer Radeln und schließlich so zum Ausspannen 42 Kilometer Marathon. Haben Sie längst erkannt, ist Triathlon. Nun hat Hildesheim keinen Ozean und ansonsten waren die Strecken dort auch etwas kürzer, aber trotzdem war am Wochenende die Crème der deutschen Triathleten in Hildesheim und Ines Fahrenkamp berichtet über eine Extremsportart. Er ist der erfolgreichste deutsche Triathlet, Wolfgang Dietrich aus Neuss. Normalerweise fängt bei ihm der Spaß am Sport erst an, wenn er seinen Körper bis zum Letzten ausreizen kann. So wie vor 2 Jahren beim Ironman auf Hawaii, als er nach 8 Stunden Schwimmen, Radfahren und Laufen als Dritter das Ziel erreichte. Doch so lange sollten sich die rund 400 Teilnehmer gestern in Hildesheim nicht schinden. Die erste Disziplin, 1500 Meter Schwimmen. Diese Distanz für die Profis zwar kurz, aber dennoch nicht leicht. Man kann also nicht einfach zu so einem Wettkampf hingehen und sagen, okay, heute mache ich das mal ohne Vorbereitung, dann wird es richtig schmerzhaft. Die Kombination daraus eben, dass man sich doch vernünftig auf sowas vorbereiten muss, auch mit einem längeren Zeitraum. Das reizt einen Wolfgang Dietrich am Triathlon. Der Vorjahressieger kam als Erster aus dem Hohensee. Doch der Abstand zu den Konkurrenten war nicht groß, der Dreikampf noch lange nicht entschieden. Für den vierfachen deutschen Meister Jürgen Zeck aus Koblenz ging es ohnehin erst jetzt richtig los. Der ehemalige Nichtschwimmer gilt als stärkster Radfahrer unter den Triathleten. 40 Kilometer lang die Strecke. Triathlon entstand übrigens 1978, als US-Soldaten auf Hawaii aus einer Bierlaune heraus auf die Idee kamen, 3 Ausdauersportarten miteinander zu verbinden. Seitdem gibt es viele Veranstaltungen. Hildesheim ist eine der beliebtesten. Eine erstklassige Veranstaltung. Die Radstrecke ist absolut fair. Und von daher macht so ein Wettkampf natürlich mehr Spaß, als wenn man dann irgendwo in einer Gruppe rumfährt. Ein ganz klarer Grund, warum ich hier bin. Die Radstrecke hat es in sich. Zwar ein einsamer, harter Kampf gegen die Uhr, aber genau das lieben die Triathleten und es werden immer mehr. Ich glaube, die Leute sind satt, einfach nur auf einem Platz im Stadion rumzulaufen oder einem eingefärschten Platz jetzt mit dem Ball rumzuspielen. Die wollen raus, die wollen sich frei bewegen, die wollen was machen mit einem Abenteuerflair. Aber wohl auch, weil dieser Sport eine Auseinandersetzung zwischen Willen und Erschöpfung ist. Wer so wie gestern nach dem Schwimmen und Radfahren auch noch die 10 Kilometer lange Laufstrecke hinter sich bringen konnte, war am Ende glücklich. Besonders glücklich der Langenhagener Arndt Schomburg, links im Bild, Sieger in 1 Stunde und 11 Minuten. So kurz war es heute nicht. Also die Strecken, die die angeben, stimmt. Für mich kam das Laufen sogar länger vor, aber es lag wahrscheinlich daran, weil es so langsam war. Genau 9 Minuten langsamer nämlich als der Erste. Nur Rang 13 für Wolfgang Dietrich. Aber auch der Prominenteste war zufrieden. Hatte sich Dietrich doch nach langer Verletzungspause nur 4 Wochen auf diesen Triathlon vorbereiten können. Über 350 Aktive erreichten gestern das Ziel auf dem Hildesheimer Marktplatz. Der Letzte nach 4 Stunden.